Gehen Sie auf Tuchfühlung mit der Geschichte des FC Bayern im größten Vereinsmuseum Deutschlands. Am Anfang des FC Bayern steht eine Rebellion. 17 junge Männer, angeführt vom späteren ersten FC Bayern-Präsidenten Franz John, unterzeichneten die Gründungsurkunde. 11 davon trafen sich am 27. Februar 1900 im Café Gisela in der Maxvorstadt. Sie hoben damit den FC Bayern München aus der Taufe. Mit der Gründung vom FC Bayern war auch gleich so ein gewisser Anspruch verbunden, weil der Franz John, der erste Gründungspräsident, hat dann nämlich auch gleich formuliert, ich will einen Verein gründen, der gleich die sportliche Führung in München übernimmt und das Ganze eben befruchtet. Das heißt, so eine Art vielleicht Mir san mir aus dem Jahr 1900. Eines der wichtigsten Stücke des FC Bayern Museums, die Gründungsurkunde. Das Dokument, mit dem die große Erfolgsgeschichte begann. ...1932 war dann zum ersten Mal der nationale Titel fällig. Etliche Fans pilgerten zum Endspiel nach Nürnberg. Die Bayern gewannen 2:0 gegen die Eintracht aus Frankfurt. Torschützen waren Rohr und Krumm. Die Stars hießen Heidkamp, Rohr, Bergmeier und Haringer. Trainer, Masseur, Organisator und Geschäftsführer in einem war der Österreicher Richard Dombi. 1930 hatten wir einen Trainer, der aus Wien kam, der von dem Donaufußball geprägt war. Donaufußball war in den 20er Jahren so ein bisschen die Fußballspielart Nummer 1 auf dem europäischen Festland. Die Mannschaften in Wien, in Budapest waren die führenden Mannschaften auf dem Kontinent. Die Trophäe damals, die Viktoria. Das ist im Prinzip die erste Meisterschale, die bis 1944 verliehen wurde. Sie hat eine wechselvolle Geschichte und galt lange als verschwunden. Heute kann man die originalgetreue Kopie bei uns im FC Bayern Museum bestaunen. Mit dem ersten deutschen Meistertitel war der FC Bayern zu einer festen nationalen Größe geworden. 8 Nationalspieler, 6 bis 7 Spieler aus der eigenen Jugend, Durchschnittsalter 23 Jahre dieser Meistermannschaft. Ja, normalerweise denkt man, eine rosige Zukunft wäre ihr bevorbestanden. Es kam leider ganz anders. Am 30. Januar 1933 kamen in Deutschland Nationalsozialisten an die Macht. Was hatte das mit dem FC Bayern zu tun? Die drei Persönlichkeiten oder die drei Protagonisten, Otto Beer, der Schüler oder Jugendleiter, Richard Dombi, unser Meistertrainer, und Kurt Landauer, hatten alle drei jüdische Wurzeln. Sie mussten in der Saison, zu Ende der Saison 32/33, alle ihre Posten abgeben. Warum? Die Nationalsozialisten haben ausgegeben, dass im deutschen Sport an führenden Positionen keine Personen mit jüdischer Herkunft sein dürfen. Das hieß, alle drei sind zurückgetreten. Die Zahl der Mitglieder, Mannschaften und Zuschauer sank drastisch. In den 12 Jahren der faschistischen Diktatur büßte der Verein seine sportliche Spitzenstellung ein. Gegen das Vergessen, für die Erinnerung. Das FC Bayern Museum nimmt den Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus jedes Jahr zum Anlass für eine besondere Aktion. Seit 2013 veranstalten wir hier bei uns im Museum Aktionen rund um diesen Tag. Das geht von Lesungen über Podiumsdiskussionen etc. Dieses Erinnern wird dem FC Bayern und auch dem Museum immer wichtig sein. Nach dem Krieg folgten schwierige Jahre für den Verein. Zwar gewann man 1957 den DFB-Pokal, aber es folgte ein weiterer harter Schlag. Die Bayern zählten 1963 nicht zu den Gründungsmitgliedern der Bundesliga. Der DFB hatte als Vertreter Münchens nicht den FC Bayern, sondern den Lokalrivalen 1860 bestimmt. Aber im Endeffekt und gerade in der Rückschau kann man vielleicht schon sagen, dass genau diese 2 Jahre, die es noch gedauert hat, bis man 1965 auch in die Bundesliga aufgestiegen ist, gute Jahre waren. Warum eigentlich? Man hatte in der Zeit junge Spieler und vor allem Spieler, die später genau diese große Erfolgsmannschaft begründen sollten, nämlich Gerd Müller, Sepp Maier und Franz Beckenbauer. Die konnten sich dann in diesen Jahren noch in Ruhe weiterentwickeln, ohne großen Druck. Nach 4 Jahren in der Eliteklasse gab es dann den ersten Titel. Genau genommen sogar 2 Titel. 1969 gewann man das erste Double. Es war der Beginn der großen Erfolgsgeschichte.
Es folgten zwei weitere Meistertitel und der erste Triumph in der Königsklasse. 1974 der Titel im Europapokal der Landesmeister in einem dramatischen Finale gegen Atletico Madrid in Brüssel. Katsche Schwarzenbeck erzielte kurz vor Ende der Verlängerung das 1:1 und erzwang damit ein Wiederholungsspiel. Dieses gewannen Beckenbauer und Co. mit 4:0. 1974, man stand am Höhepunkt, man hat das dritte Mal in Folge die deutsche Meisterschaft gewonnen, man hat den Europapokal der Landesmeister gewonnen. Der Bauherr dieser Geschichte war neben Trainer Lattig natürlich auch Wilhelm Neudecker, der Präsident. Wilhelm Neudecker war vom Beruf ein Bauunternehmer und es war von Beginn an für ihn wichtig, dass er die Infrastruktur des Vereins verbessert. Und das bedeutete auch an derselben Straße, wo man sich bis Ende der 60er Jahre noch in Holzhütten umgezogen hat, musste ein Vereinszentrum her. Mittelpunkt dieses Vereinszentrums war das Präsidiumszimmer. Es steht als Original heute im FC Bayern Museum in der Allianz Arena. Hier wurden die Entscheidungen getroffen, die für die großen Erfolge grundlegend waren. Es wurde aber nicht nur über Fußball gesprochen, es wurden zum Teil Karten gespielt, Montagskicker, die verschwitzt hier nochmal eine Brotzeit einnahmen. Es wurden hier Lederhosen anprobiert, also es war wirklich ein Multifunktionszimmer des FC Bayern. Der FC Bayern eilt seit den 70er Jahren von Erfolg zu Erfolg. National als Rekordmeister unangefochten und international eine der Top-Adressen Europas. All diese Titel sind das Ergebnis unermüdlicher Arbeit, von großem Willen, Ehrgeiz und dem Teamgedanken. Gespielt und gelebt von den Spielern, jedem Einzelnen, der dieses Trikot getragen hat. Bis heute sind es ungefähr 770 Spieler, die wir zusammenbekommen haben. Und Kriterium war für diese Wand, jeder, der jemals ein Pflichtspiel absolviert hat, wird hier abgebildet. Trotzdem gibt es immer die prägenden Figuren ihrer Zeit und Erfolge. In der Hall of Fame werden Legenden des FC Bayern vorgestellt. Von Franz Beckenbauer über Gerd Müller bis zu Oliver Kahn und Basti Schweinsteiger. Über sie alle gibt es zahlreiche spannende Geschichten zu erfahren. Momentan zählen eben 18 Spieler zur Hall of Fame. Von der 32er-Mannschaft Conny Heidkamp, dann Sepp Maier, Gerd Müller, Franz Beckenbauer, dann Bulle Roth. Katsche Schwarzenbeck, Uli Hoeneß, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Karl-Heinz Rummenigge, Lothar Matthäus, Olli Kahn, Vicente Lizarazu, Giovanni Elber, Stefan Effenberg, Mehmet Scholl, Philipp Lahm und eben Basti Schweinsteiger. Fast alle diese Spieler haben große internationale Erfolge gefeiert. Zwei von ihnen waren beim legendären Triple dabei. Die Saison 2012-2013 begann mit dem Sieg im Supercup gegen Doublegewinner Borussia Dortmund. Die Dominanz der am Ende der Saison als Super Bayern titulierten Mannschaft zog sich durch die gesamte Saison. In der Bundesliga wurde bereits am 28. Spieltag der 23. Titel gefeiert. Dem verlorenen Finale daheim folgte das Finale in Wembley, in dem Arjen Robben zum Mann des Abends wurde. In der 89. Minute traf der Holländer im deutschen Finale gegen Borussia Dortmund zum 2:1. Der fünfte Triumph in der Königsklasse beendete eine 12 Jahre dauernde Durststrecke. Wie 1999/2001 gab es auch hier ein besonderes Erlebnis, das ein Jahr vor 2013 vor dem Finale in Wembley stattgefunden hat. Wir erinnern uns im Museum ganz besonders daran, warum das sogenannte Finale daheim, das stattfand, 5 Tage bevor wir unser Museum eröffnet haben. Wir haben natürlich damals eine große Vitrine geplant gehabt mit dem neuen Pokal, mit dem großen Pokal, von dem wir gehofft haben, er bleibt hier in München. Es kam damals anders.
Aber, so sage ich heute, ohne dieses Finale daheim 2012 hätte es wahrscheinlich dieses Rekordjahr 2013 nie gegeben. Auch im DFB-Pokal gab es 2013 im Finale den Sieg. Der FC Bayern gewann als siebter europäischer und erster deutscher Verein das Triple. Die Vitrine ist bis heute einer der Zuschauermagneten des FC Bayern Museums. Ähnlich beliebt sind die Aufsteller der aktuellen Mannschaft. Jeder einzelne Spieler hat hier seinen Platz. Diese Figuren sind prädestiniert für Selfies mit Fans aus aller Welt. Diese sind ein wichtiger Teil des FC Bayern. Entsprechend sind sie auch ein wichtiger Teil des Museums. Ein eigenes Segment widmet sich der Fankultur beim Rekordmeister. Für uns war von vornherein wichtig, dass alle mit eingebunden werden. Und ganz wichtig war es für uns auch, dass die Fans mit eingebunden werden. Wir haben uns mehrmals getroffen mit Fans aus dem Stadion, aus der Kurve, aus der Gegengerade. Ja. Mit allen Gruppierungen haben wir uns getroffen und die haben sich hier auch mit eingebracht. Sie haben uns unterstützt bei den Texten. Sie haben auch Fanartikel, selbstgebastelte, vorbeigebracht, die wir hier mit integriert haben. Ohne die Fans wäre der FC Bayern München nicht das, was er heute ist. Ohne die Fans wäre auch das Museum nicht das, was es heute ist. Ein Museum von und für die Fans. Das größte Vereinsmuseum Deutschlands, in dem Sie auf Tuchfühlung gehen können mit der Geschichte des FC Bayern München.